Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Trading Tipp und heute möchte ich euch eine schöne Investment Trading Methode vorstellen und da gehen nochmal Grüße raus an den Nico. Danke, dass du mir da auf jeden Fall bei der Entstehung des Trading Tipps auf jeden Fall sehr, sehr geholfen hast und mir da sozusagen den Tipp gegeben hast, dass man da jetzt eben gut investieren kann. Und zwar handelt es sich bei der ganzen Sache um MLS-Spieler. Leute, ihr wisst ja, es gibt die Ligen-SBCs bei den Squad Building Challenges eben hier bei Ligen. Da gibt es eben jetzt einige schon mittlerweile. Glaube ich schon 8 Stück. Genauso ist es, die Ligue 1 zum Beispiel vor kurzem noch dazugekommen und da kommen eben immer wieder neue Ligen dazu und es kommen jedes Monat am Anfang des Monats neue Ligen-SBCs dazu und eben bald auch die MLS und die MLS-Spieler sind aber verdammt günstig. Laut Nico beziehungsweise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Anfang Januar die MLS Ligen-SBC rauskommen und das heißt, da hätten wir jetzt noch so circa einen Monat Zeit, um zu investieren und deswegen ist natürlich jetzt der beste Zeitpunkt, jetzt denkt noch nicht jeder dran und deswegen kann man da jetzt gut investieren. Das heißt, ihr geht jetzt einfach mal in die MLS rein. Ganz, ganz wichtig, Leute, falls ihr MLS-Spieler im Verein drinnen habt, auch nicht verkaufen. Unbedingt einfach behalten und abwarten, bis die MLS-SBC rauskommt. Da kann man dann eben wieder einen guten Spieler bekommen und da werden die einzelnen Spieler dann extrem hochgehen, weil es eben nicht so viele Spieler auch gibt von der MLS. Und zum Beispiel jetzt, wenn man da ein gewisses Rating braucht, dann muss man eben einige Spieler einfach nehmen, wenn man die SBCs abschließen will von der MLS und deswegen steigen die dann eben so krass. Und ja, was ich euch raten würde, ihr geht wirklich jede Position durch, vor allem die Verteidiger, denn Verteidiger steigen im Normalfall am meisten rechts und Linksverteidiger genauso wie Innenverteidiger. Und Torwerte gehen natürlich auch ganz klar, aber ansonsten würde ich einfach mal eher auf die Verteidiger schauen, falls ihr jetzt irgendwie nicht alles investieren wollt, aber dann macht ihr einfach den hier. Ihr nehmt euch da einfach Spieler mit. Ich habe natürlich jetzt auch schon ein bisschen investiert, das heißt, es kann gut und gerne sein, dass ich dann eben vor allem auch bei den Verteidigern einige Duplikate habe und dann, ja, nehmt ihr euch da einfach mal ein paar mit. Für 200 Münzen am besten wäre natürlich, wenn ihr euch wirklich jeden Keeper mitnehmt. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich mache es jetzt nur mal so grob, um euch zu zeigen, wie das Ganze halt so funktioniert und da seht ihr zum Beispiel, den einen habe ich schon doppelt, da mache ich dann einfach den hier, ich nehme den, pack den wieder auf die Transferliste für 350 und der wird sich auch verkaufen. Man könnte ihn natürlich jetzt auch auf der Transferliste speichern, eben für circa einen Monat, das will ich jetzt aber nicht machen, weil ich die Transferlistenplätze brauche, um eben weiter zu traden. In Rechtsverteidiger habe ich schon investiert, aber da müsst ihr euch einfach auch nur diese ganzen Spieler mitnehmen, von jedem einfach mal einen und den dann in den Verein packen und die werden so heftig steigen, das kann ich euch versichern. Also wenn die SBC dann da ist, dann einfach verkaufen. Also, weil immer dann viele fragen, jo, wann verkaufe ich die Spieler dann? Einfach, wenn die SBC da ist. Also müsst ihr auch immer bei den Ligen-SBCs mal reinschauen, ob die schon da sind oder nicht, die neuen SBCs. Und ich weiß jetzt nicht genau, welche Spieler ich von den Innenverteidigern schon genommen habe. Die zwei erscheinen mir ziemlich neu, deswegen nehme ich die auch nochmal mit. Aber an sich habe ich in Verteidiger allgemein schon investiert. Linksverteidiger gibt es nicht mehr ganz so viele, wie ihr seht. Deswegen nehme ich da jetzt auch nur nochmal den mit. Genau, den habe ich nämlich auch schon. Und ja, wenn ihr eben einen doppelt habt, dann stellt ihn einfach ein bisschen teuer rein. Dann macht ihr auch Gewinn. Und von dem her ist das auch nicht schlimm. Und ja, dann geht ihr eben rein, wirklich in jede Position. ZDM schauen wir rein. Ich würde euch auch raten, wirklich eher in Silberspieler zu investieren oder in Bronzespieler. Aber nur, wenn die Bronzespieler sonst die einzige Option sind. Zum Beispiel, wenn jetzt bei einer Mannschaft ein Linksverteidiger gebraucht wird und es als Linksverteidiger nur eine Bronzekarte gibt, dann solltet ihr diese Bronzekarte nehmen, denn dann gibt es dann nur diese eine Option und dann wird diese Karte steigen. Natürlich, man kann bei der SBC dann auch irgendwie einen ZDM oder einen Innenverteidiger oder so auf die Linksverteidigerposition stellen. Aber im Endeffekt wird die Karte trotzdem hochgehen, das kann ich euch versichern. Deswegen in Bronzekarten nur investieren, wenn die Bronzekarte eben die einzige Option auf dieser Position ist. Das würde ich euch jetzt mal so raten. Hier dann auf jeden Fall noch ein paar ZDMs, da haben wir wieder zwei doppelt. Was machen wir? Genau, wir stellen die einfach für 300 Münzen oder 350 Münzen rein. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein überteuertes Verkaufen, ein abgewandeltes überteuertes Verkaufen. Das natürlich auch funktioniert. Also Leute, ihr kennt mich eh sowieso mittlerweile. Ich stelle alle Spieler einfach ein bisschen überteuert rein. Das liegt einfach daran, dass sie sich verkaufen und dass es funktioniert. Deswegen mache ich das Ganze. Wenn sie sich nicht verkaufen würden, dann würde ich sie auch nicht so teuer reinstellen. Aber es ist einfach in FIFA 18 so, dass sich wirklich jede Karte überteuert verkaufen lässt. Deswegen Leute, falls ihr auch Packs zieht oder so, falls ihr irgendwie Spieler verkaufen wollt, stellt die bitte einfach immer so um 5 bis 10% mehr rein. Wenn es günstige Preise sind, wie zum Beispiel hier jetzt, wenn ich den für 200 kaufe, könnt ihr ihn dann auch um 50% mehr reinstellen. Also dann eben um 300
500 Münzen. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und da holen wir uns dann jetzt noch weitere Spieler ZMs. Ihr müsst einfach nur schauen, welchen ihr da noch nicht gesehen habt. Dann nehmt ihr euch den dann auch halt noch mit. Es ist nicht ganz so easy zu schauen, weil da eben zum Beispiel ein paar Amerikaner sind. Die schauen alle ziemlich ähnlich aus. Da nimmt man dann halt einfach mal ein paar mit. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt auch nur mal grob zeigen, dass ihr einen guten Überblick bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, Leute, falls ihr auf jeden Fall Fragen habt zu diesem Trading-Tipp, dann schreibt mir diese Fragen unbedingt in die Kommentare. Ich werde versuchen, sehr aktiv in den Kommentaren zu sein und dort dann auch wirklich mit einer Nachricht zu antworten. Falls es unfassbar viele Fragen sein sollten, dann mache ich natürlich ein extra Video dazu. Das könnte ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Denn das Einzige, was ihr machen müsst, ihr kauft die Spieler für 200 Münzen und stellt die dann eben einfach rein, wenn die SBC da ist. Also diese Spieler hier für 200 Münzen, die können echt gut und gerne auf 1000, 2000 Münzen hochgehen. Denn zum Beispiel jetzt so ein Innenverteidiger von irgendeiner Mannschaft, wo es eben wenige Spieler gibt, der muss steigen. Denn die SBCs, die kosten dann halt natürlich auch gut ihre Coins und das ist klar, dass die steigen. Also Leute, ihr könnt nichts falsch machen. Dieser Trading-Tipp ist komplett ohne Risiko. Und ja, dann investieren wir jetzt noch in einen Mittelstürmer, nehmen wir uns jetzt auch mit, falls es da was gibt. Ja, einen gibt es da anscheinend, deswegen packen wir den auch nochmal in den Verein hinein. Und ja, schaut, dass ihr so viele Spieler wie möglich, so viele verschiedene Spieler wie möglich mitnehmt und eben auch Bronzekarten, die eben sonst irgendwie nicht, also wo man eben sonst irgendwie keine andere Karte hinstellen kann, außer die Bronzekarte, dann Bronzekarten halt auch. Und ja, dann holen wir uns da noch den Sanchez, ein Uruguayer, den man da mitnehmen kann, und dann gehen wir noch in die Stürmerposition und dann noch auf den linken Flügel, und da werden wir uns jetzt auch noch ein paar Karten mitschippen, den Saloy zum Beispiel, dann noch den guten Mann. Und ja, da seht ihr auch schon, da gibt es jetzt auch nicht mehr so krass viele, also ein paar sind schon da, ein paar verschiedene, aber so viele gibt es dann auch nicht. Aber für 200 Münzen, wie gesagt, ihr könnt damit keinen Verlust machen, denn diese Karten werden alle steigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem, wenn die SBC dann da ist, dann ja, kann eigentlich nichts anderes passieren, als dass die Karten steigen. Wieso sollten sie nicht steigen? War ja bis jetzt auch immer so, auch bei allen anderen Ligen. Und ja, Freunde, ihr könnt gerne auf jeden Fall auch noch Instagram abchecken. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort mal reinschauen würdet. Ich bin dort auch ziemlich aktiv in letzter Zeit, deswegen gerne mal reinschauen. Und ja, wir schauen jetzt noch mal kurz bei den Bronzekarten rein. Das ist natürlich jetzt schwierig, da müsste man jetzt genau schauen, wo, wann, wie, welche Bronzekarte gebraucht werden könnte. Da müsstet ihr halt dann wirklich so in jeden Verein reingehen, zum Beispiel Atlanta United, dann macht ihr den hier, Verteidiger, schaut einfach mal, welche Verteidiger es da so gibt, und wenn ihr seht irgendwie, es gibt, oder ihr macht den hier, das ist eigentlich intelligenter, ihr macht zum Beispiel Rechtsverteidiger, und da seht ihr dann, okay, da gibt es einen Silberspieler auch, dann braucht ihr den Bronzespieler nicht mitnehmen. Da zum Beispiel wäre die Karte noch intelligent, diese seltene Karte, also da müsst ihr halt natürlich auch genau drauf schauen. Linksverteidiger, da gibt es zum Beispiel auch nochmal einen Silberspieler, das heißt, ihr braucht den Bronzespieler auch nicht mitnehmen, und so macht ihr das eben bei jeder Position, bei jedem Verein. Hier zum Beispiel gibt es auch einen Silberspieler, dann Linksmittelfeld gibt es auch, denke ich, einen Silberspieler, so ist es. Und ihr seht auch schon, Leute, da sind schon einige ein bisschen was wert. Da sind schon einige ein bisschen was wert, denn zum Beispiel, wenn wir hier im Silberbereich schauen, dann sehen wir, dass der linke Mittelfeldspieler schon mal so 400 Münzen kostet. Ja, das liegt einfach daran, dass Leute schon wissen, dass sie steigen werden. Ich nehme ihn jetzt aber trotzdem mit, weil diese Karten einfach noch heftiger steigen werden. Da bin ich sehr davon überzeugt. Also ihr könnt auch wirklich da in jede Mannschaft mal reingehen und einfach mal schauen, so, yo, was gibt es denn da noch genau hier, 450, kann man einfach mal mitnehmen, Leute. Ihr dürft da nicht zu vorsichtig sein, sondern einfach mal investieren. Da ist sehr, sehr wenig Risiko dabei. Und ja, Freunde, damit war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr jetzt eben, wie gesagt, noch Fragen habt, dann schreibt mir diese unbedingt in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Und hier seht ihr schon, der Francis, der hat sich direkt mal verkauft. Also, das mit dem, wenn man einen Spieler kauft und den dann doppelt hat, unabsichtlich, die verkaufen sich. Ja, die verkaufen sich sehr, sehr schnell. Und hier überteuert verkaufen geht auch immer noch, Leute. Und dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Checkt gerne noch die Video-Links in der Beschreibung ab. Alles klar, die Video-Links. Einfach die Links in der Beschreibung, Leute. Dort geht es zum Beispiel zu MMOGA und eben zu, ja, diesen ganzen Social-Media-Sachen und so. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann war es das von meiner Seite aus, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.